Guten Morgen, grüezi, ein Servus, ein Hallo aus der Schweiz. Heute Sonntagmorgen, es ist ruhig in der Umgebung und somit auch eine fast ideale Form von Überatmen zu sprechen. Thema, wie gesagt, die Atemtherapie. Und was der Atem so im Alltag für Folgen oder auch wie der Atem uns heute im stressigen Alltag beeinflusst. Zu Beginn, das Leben beginnt und startet mit dem Einatmen und es endet letztlich, wenn man stirbt, mit dem Ausatmen. Also mit dem Einatmen beginnt es, mit dem Ausatmen endet es. Derzeit, ich hier sitze, etwa eine Minute, werde ich etwa 8 bis 12 Atemzüge, je nach Nervosität von mir selbst, machen. Das bedeutet, im Tag macht man ca. 22.000 Atemzüge, also ein Riesenvolumen an Atem ein und aus mit Pause. Weshalb Atmung? Ja, hier möchte ich noch einfügen, ich versuche jetzt da Hochdeutsch zu sprechen, damit man mich auch außerhalb der Schweizer Grenze versteht, wenn man Interesse an der Atemtherapie hat und den Grundzügen. Ja, genau, das bringt mich ein bisschen ja, in der Atmung ein bisschen durcheinander, aber es wird schon gehen. Da kann ich doch mal zeigen, wie man auch ruhig in Nervosität atmen kann. Da hoffe ich doch, einen Link oder einen Spagat machen zu können. Aber zurück zum Thema, weshalb Atem oder beziehungsweise weshalb Atemtherapie. Hier in der Schweiz sagt man ja, man kann ja selber schnufen. Man braucht ja nicht daran, speziell daran zu denken, wie man ein- und ausatmet. Das stimmt natürlich. Es ist so, man atmet ein und aus autonom, also selbstständig. Das ist die eine Seite, die andere Seite und das ist die glückliche und gute Seite. Man kann den Atem auch beeinflussen. Das bedeutet ganz gezielt, man kann mit dem Atmen auch sich beruhigen oder man kann sich auch durch den Atem aktivieren oder vitalisieren. Ja gut, zu Recht wird man sich fragen, ja, wie mache ich jetzt das? Oder wie soll das denn jetzt vonstatten gehen? Wie soll das aussehen? Und eines Wichtiges ist natürlich, dass Geduld haben bzw. das Zulassen, die Achtsamkeit im Sinne von Teilnehmen, im Sinne von Offensein, auch im Sinne von Anfängergeist haben. Das bedeutet ganz konkret neugierig sein, sich auf den Körper zu gehen. Warten, kommen und gehen lassen des Atems ist eine Form oder ein guter Einstieg in die Atemtherapie. Das geht schon mit einer Übung los, die wir später etwas näher vorstellen werden. Die ist ja nicht so kompliziert. Das ist das Schöne daran. Und das ist das Ein- und Ausatmen bewusst wahrzunehmen. Da kann man sich wirklich wie ich jetzt hier hinsetzen, den Stuhl, wenn Sie jetzt auf dem Stuhl sitzen, zuhören, oder irgendwo vielleicht auf dem Klo sitzen und das Video angucken, mal die Kloschüssel, den Sitz, den Stuhl bewusst wahrnehmen. Wo sitze ich jetzt da drauf? Wie fühlt sich das an? Wo bin ich jetzt angespannt? Wo bin ich jetzt entspannt? Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich weniger wohl? Und nur diese Übung und nur in Klammer ist schon ein riesiger Schritt in Richtung bewusstes Wahrnehmen des Körpers, der Empfindung des Stresses und das Wahrnehmen, Erkennen und das auch der folgende Schritt, das Benennen, ist so die Abfolge und den Einstieg in die Atemtherapie, körperzentrierte Therapien à la Couleur. Ja, das Einatmen und Ausatmen hat einen Rhythmus. Und der Rhythmus ist idealerweise so, dass ich kurz einatme, 3-4 Sekunden, also und wieder ausatme. Und der Ausatmen erfolgt über den offenen Mund. Das
erfolgt oder das bedingt, dass man hier wirklich ein- und ausatmen einfach mal zulässt und ausatmen durch die Lippenbremse, so die auch die Übung verlängert wird. Der Ein- und Ausatmen hat einen Rhythmus von etwa 1 zu 1,5, 2, 3, 4 Sekunden einatmen in Zahlen, 6, 7 Sekunden ausatmen. Dann folgt eine kurze Pause und dann der Rhythmus beginnt von vorne. Und das ist das Atemmuster. Wenn ich jetzt gestresst bin, renne zu auf den Zug, habe einen Termin, habe eine Prüfung, habe Stress, weil ich noch etwas Gutes abgeben will, also einen gewissen Perfektionismus an meine Arbeit, will dieses oder jenes noch erledigen, dann komme ich in die Stressatmung. Und die hört sich natürlich auch entsprechend an. Ja, die Stressatmung, wie versprochen, habe ich es aufgezeichnet, die sieht in etwa so aus. Ich halte sie mal hin, ich hoffe, man sieht es. Und sonst mache ich das ja mal vor. Hier der Einatmen und hier der Ausatmen. Spezifisch könnte man es auch so hinhalten, dann würde es hier noch ein bisschen besser gelingen mit den Zeichnungen. Ein, ausatmen, ein und der Ausatmen. Sprich, es gibt keine Pause. Also es ist etwas so hörbar. Das übertrieben, ein bisschen polarisiert, aber trotzdem etwa so anhören, wenn man jemanden hört, der im Stress ist. Wenn man natürlich rennt, irgendwie sportlich unterwegs ist, dann hört sich das auch mal so schnell so an. Aber es ist doch etwas anderes als eine physikalische Notwendigkeit. Der Atem braucht O bzw. gibt CO2 ab. Hier ist der Stress schon bedingt durch die Psyche. Und das ist nicht so gesund, wenn man es über eine längere Dauer macht. Eine gesündere Atmung sieht so aus. Da habe ich auch eine Sache mitgebracht. Also sehen hier der Einatmen und der Ausatmen. Der längere Ausatmen, die 1,5, 2 mal länger geht. Hier die Pause und da folgt dann wieder der Einatmen und der Ausatmen. Sieht schon deutlich harmonischer aus, wenn man so aufzeichnet und fühlt sich auch harmonischer an. Also die Körpertherapie, insbesondere die Atemtherapie mit dem Fokus auf den Atem, auf den Körper, auf die Empfindung, bedeutet letztlich auch entspannter zu leben, achtsamer zu leben und auch bewusster zu leben. Das ist der große Vorteil und der große Benefit von der Therapie. Eine andere Übung, die man gut machen kann, auch insbesondere wenn man Angst hat oder so in panikähnliche Zustände verfällt, ist die Übung, die man macht, indem man eine Hand auf das Herz oder in die Herzgegend hält, das ist die rechte, meistens die rechte Hand auf die linke Seite und den Atem beobachtet. Wichtig ist, dass es nicht Druck gibt oder man ist nicht das Ziel, dass man hier fest drauf drückt und hier einen Spannung erzeugt dadurch, sondern mehr einfach vorsichtig oder mit der Intention des liebenvollen Zuwendung die Hand auflegt. Beobachtet, wie läuft der Atem ab, wie ist mein Rhythmus, also wie ist der Ein- bzw. wie ist der Ausatmen. Man beobachtet nur, und das ist eine schwierige Übung für die meisten Klienten, Patienten, sich mal zu berühren, wahrzunehmen, zu spüren und dann auch wirklich den Atem wahrzunehmen. Dann guckt man wirklich innerlich, man schaut sich quasi so von außen nach innen an und das ist auch ein wichtiger Prozess, von außen nach innen zu gucken, sich da in die Gegenwart zu begeben. Wie Surfen, ist eine Art wie Wellensurfen, nur für sich alleine, ohne nass zu werden und zu beobachten. In der Regel wird der Atem in kürzester Zeit ruhig. Man kann auch mal gucken, ist da eine Brustatmung oder eine Bauchatmung vorhanden? Wo bin ich jetzt mehr, oder wo bin ich mit dem Atem jetzt mehr im Oberkörper, im oberen Atemraum oder eher im
mittleren Atemraum. Das bedeutet grundsätzlich so der Bauch, Bauchgegend, Atembauch, Bauchraum. Und zu schauen, wie geht es mir denn jetzt? Und was, wie ist der Verlauf? Werde ich da wirklich ruhiger? Werde ich da weniger gestresst? Also es ist eine Übung, um sich selbst zu beruhigen, beziehungsweise auch zu anderen zu beruhigen. Sie ist relativ einfach, kommt auch einfach daher, ist auch so gewollt und sie braucht gar nicht mehr. Also es ist wirklich eine einfache Intervention, auch für Patienten zu beruhigen. Einerseits und andererseits auch das Selbstwertgefühl zu, positiv zu beeinflussen. Die Selbstberuhigung ist auch Selbstfürsorge. Eine Selbstfürsorge, die sich immer in der Gegenwart oder immer in der Gegenwart stattfindet. Man muss sich auch fragen, wann stockt mir denn der Atem? In welchen Situationen stockt mir denn der Atem? Das sind auch so Fragen, die man sich stellen kann im Zusammenhang mit den Übungen. Gibt es da Situationen, die mich da wirklich... Oder eben das Gegenteil. Kann man sich auch glücklich atmen? Gibt es etwas wie Glücksatmen? Gibt es Glücksatmen-Momente? Kann ich die Glücksatmen-Momente selbst erzeugen? Geschehen die einfach? Muss man sich einfach mal bewusster werden? Wäre die andere Frage. Ist der Atem eigentlich im Tagesverlauf unterschiedlich? Ist er abends nochmals unterschiedlicher als am Morgen, Mittag oder Nachmittag? Vor dem Meeting, nach dem Meeting, das beantwortet sich fast von selbst. Je nach Meeting hat man mehr Freude oder eher ist man gestresst natürlich. Und dann kann man mit so Intervention wie ein- und ausatmen, bewusst den Boden wahrnehmen, wirklich auch entgegengehen oder entgegenhandeln. Es wirkt beruhigend, wenn man den Boden spürt. Stress nimmt den Boden weg, das Gefühl, Halt zu haben. Ein wichtiger Punkt der Atemtherapie ist natürlich auch den Gegenwartsbezug. Und der geschieht praktisch ja nahezu von selbst. Sobald man sich berührt, sobald man sich selbst beobachtet, sobald man sich in irgendeiner Form gezielt bewusst den Atem wahrnimmt und darum schon auch bewusst steuert, kommt man zum Gegenwartsbezug. Die Gegenwart ist der einzige zeitliche Abschnitt, den man wirklich beeinflussen kann. Das Vergangene ist vorbei, das kann man ja nicht mehr beeinflussen, das ist geschehen. Das ist es einfach so, da geht es auch um Akzeptanz, durch den Atem durchaus auch steuerbar. Und die Zukunft ist planbar, aber ob so geschieht, wie man sich das vorstellt, ist meistens ja wirklich etwas ganz Eigenes oder was anderes. Und was hier Blaise Pascal sagt, ist ja wirklich das A und O der körperorientierten Therapien. Die Gegenwart ist das, was ich beeinflussen kann, wo ich steuern kann und wo ich auch mein Glück, mein Atemglück, das vielleicht noch so kurze Antwort zu vorgehenden Fragen, erzielen kann oder zumindest erreichen kann. Im Sinne von Beobachten, im Sinne von auch Vitalisierung, Entspannen. Abschließend möchte ich doch noch einiges wiederholen. Ich denke, das ist doch gut, so eine Zusammenfassung. Die Atemtherapie ist ein Dialog im Körper, mit dem Körper, vom Kognitiven, vom Kopf in den Körper zu gehen. Hier habe ich es auf einer Karte so aufgeführt. Der Körperdialog als wichtiges Instrument, als zusätzliches Instrument zum Verstand, zum Kognition. Das eine, das geschieht durch Sitzübungen, durch Liegeübungen, hier wie hier im Hintergrund, die Liege, wo man auch Liegenübungen machen kann, oder auf der Matte. Im Stehen, stehende Übungen, kann ich da an auch ein anderes Mal gerne etwas dazu sagen. Oder wie gesagt, das bewusste Hinsitzen, Hinlegen oder Hinstehen hat einen eigenen Wert. Zeit ist ein anderer Faktor. Sich Zeit nehmen, die bewusste
Fokus auf den Körper, bewusstes Empfinden und auch zulassen, wenn Gefühle kommen. Bin ich heute frustriert? Bin ich heute wütend? Bin ich heute freudiger Verfassung? Oder bin ich enttäuscht? Oder eher, ja, vielleicht auch ängstlich? Auch das alles zuzulassen ist ein wichtiger Teil der Atemtherapie und auch merken, ich kann das steuern, ich bin nicht in den Gefühlen ausgeliefert. Die Übung mit der Hand auflegen ist die zur Panik, Anti-Panik-Übung quasi oder Anti-Angst-Übung. Das Einatmen durch die Nase und das Ausatmen durch den Mund im Rhythmus von 4, 7 oder 3, 6 oder wie auch immer in einiger Minutenanzahl, hier die 47,11 in den 11 Minuten, ist, um den Parasympathikus zu aktivieren und aus dem Sympathikus rauszukommen. Der Sympathikus ist der aktive Teil, der die Spannung, die Aufmerksamkeit aufrechterhält, weil man Angst oder irgendwo Gefahren lauert oder man meint, es lauern Gefahren, es kann auch der Stress sein. Hier ist die Ziel, den Parasympathikus zu aktivieren. Durch diese beiden einfachen Übungen, als das bewusste Zulassen, ist ein weiterer wichtiger Teil. In diesem Sinne möchte ich mich doch noch verabschieden vom heutigen Kurzfilm. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen oder können etwas mitnehmen für Ihren Alltag, mit für sich selbst oder mit den Klienten, mit den Patienten. Das gezielte Hinsehen, das gezielte Zulassen ist schon hat schon einen therapeutischen Wert. In diesem Sinne viel Atemreichtum, viel atemberaubende Momente wünsche ich Ihnen.